Hi, ich bin Rudolf von netbooknews.de und wir sind hier bei der Firma JoyPlus Technology aus China, das dürfte Shenzhen sein. Und hier haben wir ein sehr interessantes Tablet, denn das sieht zwar auf den ersten Blick aus wie ein ganz normales, billiges China-Tablet mit einem 10,1 Zoll Display, ist es im Prinzip auch, denn unter der Haube steckt hier ein ARM Cortex A8, das dürfte ein Samsung Hummingbird sein, wie er zum Beispiel im ersten Galaxy Tab drin war. Das Display löst mit 1280x800 auf, hat, wie man sieht, recht ordentliche Bildwinkel. Und die Besonderheit an der Kiste ist, dass es sich hierbei nicht nur um ein ganz normales Tablet handelt, sondern, aufgepasst, das Teil hat nämlich einen Pixel-Chi-Screen. Das sieht man jetzt hier drinnen nicht besonders gut, doch, da sieht man es. Das Ding ist also auch im Freien gut lesbar. Leider ist die Oberfläche in diesem Fall wegen dem kapazitiven Display, wegen dem kapazitiven Touchscreen nicht matt, sondern glänzend. Aber auch das dürfte im Freien trotzdem gut helfen, dass man draußen was lesen kann. Wir gehen gleich nochmal raus, aber vorher zeige ich euch noch mal kurz die Details an dem Gerät. Hier vorne haben wir die Zurücktaste, den Home-Button und die Menü-Taste, wie üblich an den Android-Tablets. Hier drüben gibt es eine VGA-Kamera. Unten der Micro-USB-Port und ansonsten nichts weiter. Rechts geht es weiter mit, da vorne ist ein Lautsprecher. Hinter dieser Klappe hier, die mache ich jetzt mal spontan nicht auf, da ist ein SIM-Karten-Slot drin und ein Micro-SD-Karten-Slot. Am oberen Rand, da ist der Display-Helligkeits-Ein- und Ausschalter, denn das Pixel-Chi-Display funktioniert ganz einfach mit Hintergrundbeleuchtung. Es ist bunt und ganz normal wie ein LCD ausgeschaltet, verliert es an der Farbdarstellung und es ist aber dafür im Freien lesbar, weil es halt transflexiv ist. Auf der Seite hier drüben, das ist der Volume Rocker und der Home-Button bzw. der Standby-Schalter an und aus von dem Gerät. Auf der linken Seite geht es weiter mit einem Kopfhöreranschluss und dem Stromanschluss. Da unten haben wir noch einen Lautsprecher. Auf der Rückseite gibt es leider keine Kamera, die ist aber, weil es sich um einen OEM handelt, auch problemlos nachrüstbar. Im Inneren sitzen 512 MB RAM und in diesem Fall leider nur 4 GB interner Speicher. Es gibt davon auch noch eine 7 Zoll Version, die zeige ich euch gleich noch, aber das ist hier erstmal der 10 Zoller. Interessant ist, dass die Chinesen das Gerät für ungefähr 250 Dollar in OEM verkaufen wollen, inklusive des Pixel-Chi-Displays. Wir gehen gleich mal raus, bis später. Hey, hier ist Roland nochmal für netbooknews.de und ich stehe jetzt draußen in der Sonne, was sehr seltsam ist für die C-Bitte. Normalerweise schneit es hier so ungefähr um diese Jahreszeit. Wir haben hier nochmal das M10 PQ von JoyPlus und wie gesagt, da ist ein Pixel-Chi drin und man sieht, es funktioniert wunderbar auch in der sehr hellen Sonne und wir können es auch direkt in die Sonne halten. Es wird immer noch sehr gut funktionieren. Die Kontraste sehen sehr ordentlich aus. Es gibt sogar, man sieht eigentlich sogar Farben bzw. man kann sie erahnen. Das Ganze funktioniert sehr ordentlich, ist auch einigermaßen scharf, denn es hat 1280x800 Auflösung und ja, ihr seht, funktioniert sehr, sehr ordentlich. Soll am Ende ungefähr 250 Dollar kosten über den OEM bzw. jemanden, der es dann importieren möchte. Das war Roland von netbooknews.de. Bis dann. Ja.